Hallo, das ist wieder Chaos von Physik und willkommen hier zu einer neuen Folge von Minecraft Dragon. Und ja, Slimy, du bist wieder dabei. Ja, Slimy, ich mag dich. Ja, du bist der kleine Slimy. Jeder mag dich. Du bist ganz süß und putzig. Und Slimy, du kannst tatsächlich auch bauen. Ich habe hier ein bisschen was weitergemacht und Slimy hat hier die andere Seite noch weitergemacht. Übrigens, Leute, ich nehme die Folge direkt nach der letzten auf. Also, wir sind hier noch direkt am Werken und ich habe einige richtig geile neue Dinge hier bemerkt. Alter, wir kriegen gerade übelst einen Speedboost, weil ich gerade, glaube ich, Level 8 geworden bin. In Erkundungstour und ist auch noch immer. Hat Lola Smiley hier eine Nase zugebaut bei diesem. Alter, Slime, du bist. Okay, jedenfalls, was ich hier mir angeguckt habe. Es gibt hier was richtig Geiles, was ich mir craften kann, was mir beim Bauen weiterhelfen wird, Leute. Nämlich, ich mache mir mal ein bisschen was davon. Ich glaube, da brauche ich irgendwie, warte, eine Leiter. So. Eine Leiter. Denn, Leute, man kann hier eine Leiter upgraden. Ich glaube, es geht so mit dem hier, oder? Warte mal. Oder mit Sticks vielleicht? Ich glaube, es war mit Sticks, oder? Warte mal. So. So, dann habe ich hier Sticks, dann mache ich den hier. Und dann, ja genau, Leute, hier haben wir es. Eine Stepladder. Leute, guckt mal. Leute, solche kleinen Dirt-Aufgänge, wer braucht die? Niemand braucht diese kleinen Dirt-Aufgänge, weil die sind nutzlos. Leute, wahre Profis haben sowas. Wie geil ist das bitte? Und die komme ich dann rüber. Oh, oder komme ich rüber? Leute, ich glaube, es geht sich gar nicht aus, oder? Lol, das geht sich um einen halben Block nicht aus. Ja, Slimy. Slimy, geht sich bei dir aus? Also nicht mal Slimy schafft das, Leute. Slimy. Guck mal, Leute. Slimy geht hier einfach hoch. Und, warte. Und er hüpft die einzigen Stufen hoch. Und, lol. Wieso schafft das Slimy? Wieso schafft Slimy das nicht? Jedenfalls, Leute, letzte Folge haben wir ein bisschen aufgehört hier bei dem Haus. Und ich finde wirklich, guck mal, Leute, hier machen wir es so mit diesem Block. Ich bin wirklich gleich fertig. Ich habe das meiste schon gemacht. Aber hier oben will ich hier diese Türme haben. Diese Türme und hier kommt das hier und hier kommen die ganzen Stonebrick-Dinger hin. Warte mal, so, dann haben wir das hier auch noch. Und dann machen wir so ein schönes Muster hier drauf. Weil, Leute, ich will die geilste Burg haben. Übrigens, hier kommt der Eingang rein. Und hier drinnen muss ich alle meine Kisten da reinlagern. Weil ich habe noch nichts so Besonderes jetzt hier aufgestellt. An Kisten, die habe ich noch alle hier draußen stehen. Mega unsafe eigentlich, aber was soll man machen? Ich glaube, ich muss mir später noch drin so eine Art Safe bauen oder irgendwas oder irgendeinen Pisten-Geheimgang, wo ich meine Truhen verstecke, weil sonst kommt einer von den anderen her und klaut mir was. Das will ich auf gar keinen Fall irgendwie haben. Okay, was ich jetzt hier haben will, ich will auf jeden Fall hier noch ein paar von diesen Bricks hier nehmen und ich brauche, warte, wo ist mein Workbench? Ich brauche hier diese Slabs. So, zack. Dann, Leute, wir wollen hier eine Burg haben und was eine Burg natürlich immer braucht, ist natürlich Zinnen, ja? Welche Burg hat keine Zinnen? Jede Burg hat Zinnen, außer die, die schon kaputt ist. Wir gehen nachher noch übrigens heute auf Erkundungstour, so bleibt unbedingt dran. Wir machen heute ein bisschen Erkundungstour in der Nähe und gucken uns mal so an, was es denn hier in der Nähe so alles zu erkunden gibt. So, und hier hatte ich vor, mache ich so mit diesen Steinen so drüber, so eine kleine Verbindung und hier in der Mitte können wir dann so Zinnen drauf machen. So. Slimy, siehst du, was ich gerade mache? Slimy, siehst du das? Slimy, ja, okay, perfekt. Leute, ich glaube, dieses Drehen hier ist einfach immer, ja, Flo, ich weiß, was du meinst, okay? Und Slimy, was sagst du, wenn du einfach nicht, keine Ahnung hast, wovon ich rede? Was machst du dann? Slimy. Oh, okay, dann dreht er sich, will bekloppt haben. Okay, Slimy, siehst du, was ich hier gebaut habe? Kannst du es auf den anderen Seiten bauen? Schaffst du das? Hier sind ein paar Slabs, hier sind ein paar von den Blöcken. Slimy, kriegst du das hin? Ich denke, Slimy schafft das. Weil, Leute, guck mal, das sieht mega geil aus, wenn wir das so haben. Dann haben wir ein bisschen Tiefe, ein bisschen hier Dings. Und, Leute, alle, wenn man sich das so mal anguckt, eigentlich voll die geile Burg, wenn man das mal so aus der Perspektive betrachtet. Und es ist auch noch mein Gebiet. Das ist das Coole daran. Okay, wir müssen es jetzt nur hier irgendwie, warte mal, kann ich hier eine Leiter bauen und dann hier irgendwie eine zweite Leiter draufbauen. Geht das? Warte mal. Hier so. So, zack. Dann machen wir den. Und warte. Oh, nein. Die fällt runter. Warte mal. Kann ich hier eine zweite Leiter auf der normalen Leiter draufbauen? Leute, jetzt kommt's. Leiterception. Warte mal. So, und doch, es geht. Es geht! Und ich komme sogar noch hoch. Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass es geht. Okay. Hier ist ein Block zu hoch. Aber Leute, was wir noch natürlich noch brauchen, was ich gleich anfangen werde. Und warte mal, macht Slimy das? Alter, Slimy macht das! Leute, Slimy ist einfach super intelligent. Tja, was Genotopic gemacht hat, hat wirklich funktioniert. Ich hätte was wirklich nicht gedacht. So, okay, dann haben wir diese hier fertig. Dann kommt hier das noch so. Der ist auch schon fertig. Alter, das wird mega, mega gut hier. So, innen muss das Ganze natürlich auch wieder aufgebaut werden. Dann haben wir hier so einen kleinen Gehweg, wo wir auf diesen Burgzinnen gehen können. Ich werde vielleicht hier innen noch ein bisschen was bauen, dass ich hier in diesen ganzen Dings hier reinkomme. Vielleicht hier so ein kleiner Eingang. Könnte man machen, dass wir hier so einen kleinen Eingang haben. Und mit diesem Eingang kann man dann so reingehen in diesen Turm. Ist eigentlich ganz geil. Kann man auf jeden Fall auf allen Seiten machen. Ich konnte übrigens eure Kommentare noch nicht lesen aus der letzten Folge, weil ich die Folge direkt nach der vorigen aufnehme. Also entschuldigt mich, falls ich eure super krassen Tipps noch nicht irgendwie hier benutzt habe. Aber Leute, ich werde auf jeden Fall hier versuchen, mein Bestes zu geben in dem Projekt, damit ich auf jeden Fall hier ein bisschen was Dings schaffe. Weil Leute,
ich meine, wir, Leute, was ich auch noch machen wollte, jetzt kommt es mir gerade wieder. Ich wollte auf jeden Fall hier heute ein bisschen weitermachen, dass wir uns heute die ganze Kettenrüstung craften und auch schon dann 5 Punkte haben. Dann können wir uns vielleicht noch den nächsten Chunk claimen oder irgendwie sowas in die Richtung. Wäre eine Idee. So, okay, dann haben wir das hier. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wo ich meine Kisten verstecken werde. Ich glaube, ich werde meine Kisten einfach nach der Folge oder zwischendurch irgendwie umräumen. Aber soweit, Leute, sieht das hier gut aus. Und hier ist ein... Oh, Leute, was eine normale Blume? Ich weiß es gar nicht. Okay. So, ich bräuchte jetzt eigentlich hier noch eine zweite Rose. Dann könnte ich hier hinpacken. Das wird mega schön aussehen. Aber soweit wäre das eigentlich hier schon fertig. So, lass mal die ganzen Dinge hier abbauen. Das wäre ich auf allen Seiten hier schon fertig. Also, Leute... Sieht wirklich mega schön aus hier, meine Burg. Hier auf der Seite ist das auch fertig. Hier ist irgendwie ein Ziegel runtergefallen. Hier fehlen natürlich noch die Dinger. Die habe ich, glaube ich, Slime nicht gegeben. So, aber ansonsten sieht es echt geil aus hier. Auf der Seite fehlt auch noch das, aber... Ja, was soll ich sagen? Es sieht wirklich cool aus. Hier könnte man natürlich noch eins runtergeben, aber das kann ich später vielleicht noch machen. Aber für jetzt reicht das hier. So, auch noch auf der Seite und innen. Alter, Slimy hat sogar noch innen gebaut. Alter, vorbildlich, Slimy. Du bist wirklich ein sehr gebildeter Slime. Okay, dann wäre die Burg eigentlich soweit fertig. Aber Leute, jetzt kommt etwas, was euch die Augen raushauen wird. Nämlich, was ich hier vorhabe. Ich habe jetzt gerade ein bisschen was gemacht. Nämlich haben wir hier einen Burggraben. Ja, Leute, wir haben einen Burggraben und wir, ich habe jetzt einiges... Oh! Alter, was bin ich hier schon für ein... Ich bin schon Level 8 in Dings. Exploration, ultra geil. Okay, hier haben wir zwei von diesen Dingern. Und ich habe jetzt hier einfach einen großen, großen Burggraben ausgehöhlt. Hier ist übrigens noch einiges an Eisen, was ich jetzt gleich abbauen werde. Und Leute, die Burg ist soweit wirklich schon fast fertig. Ich habe innen bei den Türmen noch ein bisschen was weitergemacht, was wahrscheinlich euch eh nicht interessiert. Deswegen, ich zeige es euch einfach mal hier noch mal im Nachhinein ganz schnell. Nämlich hier kann man jetzt so reingehen. Und hier will ich Leitern reinbauen, dann kann man hier hoch. Das ist auf allen Seiten so. Und hier wieder diese komischen Viecher, diese Trojanen. Ich hasse die, die gehen immer in mein Haus rein. Deswegen mache ich mir einen Burggraben. So, erstmal weg mit dem hier. So, Taproot Cannon. Oh mein Gott, Alter, da kommt schon wieder ein Alter. Wo ist Slimy, wenn man ihn braucht? Slimy, Slimy, wo bist du? Slimy, hier, ich werde angegriffen. Alter, oh, was, wo ist Slimy? Habe ich den irgendwo hingeschickt? Ich weiß es gar nicht mehr. So, erstmal hier den hier killen. Egal. Jedenfalls hier mir noch ein bisschen was an Rosenbüschen. Ich habe einige Rosenbüsche bekommen, wo ich hier hinten abgebaut habe. Hier ist noch einiges an Eisen, kann ich mitnehmen. Hier Kohle auch noch. Ich meine, Leute, wenn schon hier so glücklicherweise ein bisschen Kohle und Eisen da ist, dann muss man es natürlich mitnehmen. Weil so viel haben wir natürlich auch nicht. Ich werde auf jeden Fall alle meine Kisten jetzt reinlagern. Aber Leute, da brauche ich euren Rat. Nämlich, wie soll ich das machen? Weil, wenn Roman oder irgendwie Lars mit einer Leitra oder irgendwie mit, ich weiß nicht, wo die eine Leitra haben sollen, aber wenn die irgendwie drüber kommen, über meine Burgzinnen, dann können die wirklich irgendwie meine Truhen beklauen. Deswegen, ich musste irgendwie einsperren mit Eisengittern oder so, dachte ich mir. Einfach aus dem Grund, weil ich noch einiges brauche und Alter, wir haben eh schon so viel Kohle. Einfach aus dem Grund, weil Slimy schon so viel gemacht hat hier. So, erstmal wieder zubauen, das brauche ich jetzt erst einmal wieder nicht. Und hier noch einiges an Eisen, das brauche ich wahrhaftig noch, weil Eisen sind wir noch ein bisschen knapp, aber ansonsten soll das passen. Okay, dann bauen wir hier zu und hier können wir jetzt alles füllen mit Wasser. Warte, wo ist Slimy? Ich denke, Slimy ist irgendwo bei seinem Haus, oder? Was macht Slimy? Alter, Leute, Slimy, was machst du hier? Warum hat Slimy so die kleinen Dinger hier? Slimy, komm her, ich habe eine Aufgabe für dich. Slimy, Aufgabe, Happa. Lol, was hat der hier? Warum hat der, Alter, lol, okay. Slimy ist ja schon besser im Bauen als ich. Slimy hier, Wasser. Ja, zwei Silben. Wasser. Okay. Slimy, du füllst jetzt hier einfach mal diesen ganzen Bereich mit Wasser. Hast du verstanden, Slimy? Wasser. Ja, sprich mir nach. Wasser. Okay. Füll mal. Slimy, mach mal. Ich habe dir gerade Eimer gegeben. Kannst du dir das machen? Slimy, die Miami, Slimy. Okay, weißt du was? Ich mach's dir vor. Okay. Ich mache hier einen Eimer. Okay. Und. Alter, was macht Slimy? Oh. Lol, Leute. Slimy kennt sich aus. Lol. Slimy weiß, wie man eine ordentliche. Lol. Wirklich? Ich glaube, Slimy muss man nichts erklären. Slimy kennt sich echt aus. Der hat sogar eine ordentliche Wasserquelle gemacht. Leute. Ich denke, Slimy ist klüger, als man wirklich denkt. So, das nächste, was ich mir machen will, ich habe hier das ganze Eisen. Alter, ich bin schon alles überflutet. Lass mal hier die ganzen Öfen auslagern. Ausräumen, meine ich. Was wir noch alles haben. Ich habe noch ein bisschen Holzkohle hier drin von vorhin, wo ich noch keine echte Kohle hatte. Stones haben wir hier noch. Ich weiß nicht, was ich wegwerfe. Ich werfe das einfach mal hier weg. So, zack. Einfach mal alles raus da, damit wir alles mal abbauen können. Denn ich will alles jetzt auf drinnen verlagern. So, wir machen uns jetzt nämlich Folgendes. Wir machen uns hier Eisenthronen. Leute, ein Eisenthron sind... Alter, was ist für ein Block? Iron Plate? Was mache ich mit Iron Plate? Okay, keine Ahnung, was das bringt, aber... Egal, Iron Chest ist, was ich am Anfang jetzt hier brauchen werde. So, wir machen uns hier mal ein paar mehr. Und ich werde gleich noch wahrscheinlich eine Brücke hier machen, wo wir ganz elegant dann in unsere, Burg rein können. Und dann machen wir eine kleine Erkundungstour hier in der Gegend, wo wir letztens schon waren, weil ihr habt mir gesagt, da war irgendwo ein Haus, was ich übersehen habe. Ich sollte unbedingt mal nochmal zurückgehen, können wir eventuell machen. Okay.
So, erstmal hier einlagern. Wo ich wahrscheinlich meine Truhen hinbauen werde, ist wahrscheinlich hier einfach so mal rein. Und hier, ich weiß nicht, Leute, wir müssen unbedingt mal hier das Ganze einlagern. Oder ich müsste mir unbedingt mal hier eine Dings machen. Eine Schaufel. Ich bin gerade der Begriff nicht eingefallen. So, Workbench kommt fürs Erste, würde ich mal vorschlagen, einfach hier so hin. Dann kann ich hier meine Öfen aufstellen. Und hier könnte man, Leute, kann man hier, Leute, ich denke, man kann auf allen Seiten hier ein bisschen ausbauen. Das Ganze ein bisschen größer machen. Dann hätte man hier noch viel mehr Platz. Wirklich, Leute, ich bin mega zufrieden mit der Burg. Leute, könnt mir unbedingt mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von dieser Burg hält und was man besser machen kann und was eure Meinung allgemein mal so ist, würde mich interessieren. Weil ich meine, wenn einer von euch einen Verbesserungsvorschlag hat, ich würde den gerne hier einbauen, diesen Verbesserungsvorschlag. Wäre echt mega, mega cool. So, okay. Dann hier nochmal den hier. Ich denke, das passt wohl. Und abholen, nee, nicht so andersrum. So hatte ich das hier. Genau, das ist viel cooler. So, was ich jetzt noch machen kann. Ich glaube, man kann sich hier Eisenleitern craften, oder? Ja, genau. Eisenleitern kann man sich so machen. Ich weiß nicht genau, wie viel ich brauchen werde, aber ich will hier auf allen Seiten nämlich Eisenleitern haben, damit ich hier hochkomme bis ganz rauf. Und dann kann man hier gegebenenfalls rausgucken. Ich habe übrigens die Slabs ganz oben hier nochmal geändert auf Stairs. Sieht, finde ich, viel, viel cooler aus und viel aggressiver. Für eventuelle Feinde, die uns hier irgendwie in die Quere kommen sollten mit dieser Burg. So, dann kann man hier rüberspringen. Hier kann man also runtergucken und ich finde echt, das ist eine mega geile Burg geworden. Was mir ein bisschen fehlt, sind so Carpenter-Sachen, wie zum Beispiel ein Carpenter-Tor, dass ich zum Beispiel hier ein aufmachbares Eisengitter machen kann. Aber ich glaube, für den Anfang müssen wir uns zufrieden geben mit dem hier, Leute. Also, dass wir hier am Anfang einfach jetzt so zumachen, damit niemand irgendwie uns was klaut. Weil, Leute, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die anderen beiden es sehr bald darauf auslegen werden, mir ein paar Dinge zu klauen. Okay. Und was machen wir? Ich würde sagen, hier kommen die ganzen Mineralien und wichtigen Dinge rein, wie Kohle und so weiter. Hier kommen dann wahrscheinlich einfach mal alle Blöcke rein. Alle Baublöcke kann ich hier einfach mal einlagern. Und ich behalte mir jetzt absichtlich mal hier noch das ganze Holz, weil ich noch vorhabe, hier eine kurze Brücke zu bauen. So, okay, das wäre so ziemlich mal alles. Und ich würde, um ganz ehrlich zu sein, hier einfach mal ein Loch reinmachen, wo ich die ganzen Kisten mal gleich nochmal umlage. Da sind schon die Öfen. Leute, ich lage kurz mal alles um und sehen wir uns gleich. Okay, ich habe jetzt alle Truhen jetzt endlich eingelagert und Leute, ich habe das einfach mal ganz basisch unterteilt in wichtige Sachen wie Erze, Ingots und so weiter. Dann habe ich hier Baublöcke und andere Blöcke und hier ganz rechts hätten wir einfach nur Items. Ich meine, Leute, für den Anfang reicht. Später können wir vielleicht noch eine zweite Reihe machen mit Natur und so weiter. Wie in Utopia, da haben wir ja richtig viele unterteilt. Teilungen, aber für den Anfang sollte das, denke ich, einfach mal reichen. Aber ich finde das cool, dass man hier in alle Türme reingehen kann und überall so Kontrolle hat. Also, Leute, ich muss schon sagen, wir haben hier wirklich eine geile Burg. Okay, was ich jetzt noch machen muss, ich sollte das hier am Ende der Folge dann abschließen. Und ich brauche jetzt hier noch vorne eine kleine Brücke, weil Leute, immer durchs Wasser zu schwimmen, ist halt auch ein bisschen nervig. Okay, lass mal schauen. Wir machen erstmal hier so zwei Holzblöcke als Stamm oder irgendwie so in die Richtung. Und dann holen wir uns von drinnen ein paar Wooden Slabs und ein paar Stone Slabs. Und Leute, falls ihr euch fragt, ob es von Dragon Livestreams geben wird, da kann ich euch sagen, ja Leute, es wird auf jeden Fall von Dragon demnächst ein paar Livestreams geben. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und ihr hoffentlich auch. Also statt im Normalfall kommt irgendwann demnächst einfach mal ein Livestream. Wird mega, mega geil. Wie gesagt, schreibt mir alle eure Tipps in die Kommentare, weil ich nehme wahrscheinlich Dragon. Oh, Slimy! Bist du fertig, Slimy? Alter, Slimy ist so gut, wirklich. Ich habe Slimy gesagt, soll ich einfach die Blöcke abbauen, das ein bisschen tiefer machen. Und Slimy kann das. Oh, danke. Gib mir sogar die Dinger zurück. Wirklich, Leute. Was würde ich nur ohne meinen Slimy tun? Ja, ohne meinen Slimy wäre ich hier hilflos. Ich glaube, Slimy ist sogar besser als ich hier dran. Ich glaube, Slimy ist vor allem noch nie gestorben. Slimy ist, Alter, ich glaube, Slimy ist von vornherein wirklich mega gut. Und der tanzt gerade hier zu diesem Baum. Das ist übrigens so eine Art Magiebaum hier, mit diesen Magiepflanzen, die drunter wachsen. Ich weiß noch nicht ganz genau, was mir das bringt oder was ich da eigentlich machen muss, aber ja, das werden wir höchstwahrscheinlich noch irgendwann rausfinden. So, ich werde jetzt hier irgendwie mal so eine kleine Art Brücke bauen mit Holz. Ich weiß nicht ganz, wie das am besten ist oder wie ich die Brücke hier am besten bauen soll. Ich will hier ein bisschen nach oben. Slimy, hör bitte auf. Das ist echt nervig. So, auf geht's. Dann gehen wir hier ein bisschen hoch, damit die Brücke nicht ganz am Boden aufliegt. Und hier machen wir dann einfach den so. Leute, ich denke, das kann man machen, oder? Das kann man auf gar keinen Fall machen. Das sieht richtig schrecklich aus. So, okay. Ah, jetzt habe ich das Dings geöffnet. Apropos, wir können gleich uns eine volle Kettenrüstung bauen. Ich glaube, das ist drin. Ich glaube, wir haben genug Eisen, damit wir uns eine volle Kettenrüstung bauen können. Und dann hätten wir schon 5 Punkte und dann können
könnten wir theoretisch, wenn der Spawn oder das Zentrum irgendwann mal hier fertig gebaut ist, oder wenn das fertig aufgesetzt ist, dann können wir uns da ein paar mehr Chunks kaufen. Aber zurzeit, da geht es noch nicht, weil wir halt eben erst in der aller Anfangsphase sind hier von Dragon. Dragon ist noch komplett im Aufbau, deswegen ist es leider noch nicht errichtet alles. Okay, die Frage der Fragen ist jetzt, wie ich das hier machen soll. Soll ich direkt zu hoch gehen oder soll ich ins Tiefe gehen? Slimy, kannst du bitte mal hier... Slimy, geh zu deinem Haus. Geh mal zu deinem Haus und spiel dort mit deinen ganzen... mit deiner Hüpfburg einfach, ja. Oh Mann, der Slimy ist auch einer. Okay, ich denke mal, wir machen das dann wahrscheinlich hier so, oder? Machen wir das so? Leute, ich frage mich wirklich, ob wir Slimy auch leveln können. Das frage ich mich wirklich, ob Slimy irgendwie intern so ein Level hat wie Blocky damals. Das wäre echt richtig lustig, wenn wir Blocky, also nicht Blocky, sondern Slimy leveln können. Ich vertausche die beiden immer, weil Slimy hat wirklich jetzt so ultra-mega-Powerkräfte gegenüber Monstern. So, okay, jetzt erstmal den hier. Und dann sollten wir hier rein theoretisch das hier machen und könnten wir hier in der Mitte dann einfach Holz machen als Übergang. Und haben wir uns hier eine saftige Brücke gezaubert. So, auf geht's hier noch so. Und Leute, ich nenne das hier die Melonenburg. Ich meine, ich hatte schon so viele Häuser in meinen ganzen Projekten und das wird von allen Projekten die Melonenburg. Und ich würde mal ehrlich gesagt vorschlagen hier, dass ich die Workbench in die Mitte mache. Einfach aus dem Grund, weil die Mitte ist irgendwie ein bisschen mittiger. Dann kommt es mir das Ganze nicht so asymmetrisch vor. So, okay, dann machen wir den hier und hier so. Und Alter, wenn der mich jetzt angegriffen hätte, weg mit dir, wirklich. Hier sind keine Besucher erlaubt, du komisches Waldvieh. Niemand mag dich. Geh weg, ja. Geh weg in den Wald. Oh, nein, hier kommt ein Freund. Okay, erstmal weg mit dir, Alter. Wo kommen die alle her? Leute, ha, genau deswegen habe ich einen Burggraben. Weg mit euch, Alter. Ich glaube, einer von diesen Anführern, der hat irgendwie so weiße Stiefel und weiße Socken an. Und die heilen sich im Wasser. Die heilen sich einfach im Wasser. Okay, ich habe das Ganze vielleicht nicht ganz durchdacht. Oh nein, ich werde nicht sterben. Slimy, bitte hilf mir. Slimy, der Wassergraben hat nicht das gebracht, was ich eigentlich wollte. So, essen. Und Slimy gibt den gerade richtig, denke ich, oder? Ja, Slimy, haut drauf auf diese komischen Viecher hier. Alter, okay. So, dann haben wir hier den und das sollte so ziemlich passen. So, dann machen wir hier noch das. Und dann haben wir uns hier eine Brücke gezaubert. Und oh mein Gott, diese Viecher heilen sich einfach so schnell im Wasser. Ich glaube, die kann man im Wasser gar nicht killen, oder? Ne, die heilen sich viel zu schnell. Slimy, vergiss es. Die kannst du nicht killen. Die sind viel, viel zu resistent hier im Wasser. Aber okay. Ich habe hier noch ein bisschen was zu essen in den Thron. Ich lage hier noch ganz schnell alles ein. Eimer brauche ich nicht hier. Den Eimer brauche ich eigentlich auch nicht. Lage ich ganz kurz hier zurück. Und dann gehen wir direkt mal hier irgendwo verkundumst. Du, alles Slimy, was ist mit dir? Slimy, ich weiß, Slimy. Oh mein Gott, Slimy, wenn du den gemeint hast, dann. Oh nein, ich versterbe. Oh mein Gott, war das knapp. Ein einziges Herz, ein Schlag hätte mich getötet. Alter, Slimy, du bist echt ein richtig, richtig netter. Okay, ich nehme hier, denke ich mal. Alter, Slimy, ich kann in meine Truhe nicht gucken. Geh weg hier. Hier, guck, Chicken ist, denke ich mal, das, was ich will, Alter. Was geht mit Slimy? Slimy dreht gerade voll am Rad, Alter. Slimy, was ist denn? Warte mal. Irgendwas will Slimy. Ich denke, er hat irgendwie seine Burg kaputt gemacht oder er will mir irgendwas zeigen in seiner Burg. Warte mal. Bevor wir gehen, mache ich ganz schnell noch hier die ganzen Dinger rein. So, zack, rein da. Ja, Slimy, ich komm schon. Pass auf. Warte einfach. Okay. Hier die Axt. So, zack. Die Chisel. Und Slimy isst gerade auch. Alter, Slimy isst gerade meine Steaks, die ich mit harter Arbeit erfahren habe. Ist okay, Slimy. Okay. So, dann machen wir hier die Slabs auch hier da rein. Slimy, bitte. Bitte, Slimy, ich versuche zu arbeiten. So, dann machen wir zu, damit wir uns niemand hier was stiehlt. Und hier craften wir uns noch ganz, ganz, ganz viel Dings von Chainmeal, damit wir volle Rüstung haben. So, irgendwie so ging das, glaube ich. So, dann machen wir uns hier einen Helm und Stiefel. Und dann haben wir hier vollständige... Warte mal, hey, kann man sich keine Stiefel craften? Das muss doch gehen, oder? Hey, wir gehen Stiefel, warte mal. Leute, man macht Iron Ingots für Stiefel, Alter. Wie mies ist das, bitte? Okay, Leute. Slimy ist gerade irgendwie komplett außer Rand und Band. Keine Ahnung, was der Slimy hier irgendwie gerade hat. Warte mal. So, Chain Boots. Haben wir volle Kettenrüstung. Mega gut ausgerüstet. Und ich denke mal, wir können jetzt hier schon. Warte mal. Craftet die Kettenrüstung. Check, Leute. Okay. Langsam aber sicher machen wir uns hier alles voll. Und langsam. Slimy kommt weg. Leute, wir gehen jetzt auch mit Slimy mit. Slimy, was willst du mir zeigen, was so wichtig ist? Slimy, was hast du getan in deiner Burg? Mit deinem Smiley. Was ist denn hier, Slimy? Hier. Ja, deine Burg. Deine Burg ist richtig schön, Slimy. Alter, wo will Slimy hin? Slimy, hier ist nichts. Slimy, was machst du? Leute. Will Slimy. Oh Leute, ich denke, Slimy meint, dass ich. Alter, lol, wie hoch springt Slimy bitte gerade? Oh, Slimy? Oh, warte mal, hä? Will der hier hoch? Ich dachte gerade, der will mir sagen, dass ich hier einfach irgendwie einen Eingang bauen soll. Oder hier ein Dorf bauen soll. Also nicht kein Dorf, sondern irgendwie ein Haus drin im Berg.
Okay, ich versuche gerade jetzt irgendwie, wie komme ich hoch, ohne dass ich irgendwie so einen hässlichen Dings mache. Warte, ich kann das hier vielleicht höher bauen und hier irgendwie hoch, aber Alter! Ist Slimey gerade oben? Ja, Slimey ist oben! Slimey, was willst du von mir? Slimey, hier ist wirklich nichts oben. Hier hast du eine gute Aussicht, aber mehr auch wieder nicht. Warte mal, ich gehe mal hier ein bisschen hoch. Also ich denke, hier kann ich mich hochstecken, ohne dass es irgendwie schlecht aussieht. Oh, Leute, ich verstehe es. Slimey will, dass ich hier mal einen Blick von oben drauf werfe. Alter, warte mal. Slimey, wo bist denn du? Ah ja, Slimey, das sieht echt geil aus von oben. Hier sieht man unseren ganzen Burggraben. Leute, ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf meine Burg. Die Burg ist echt mega schön geworden. Und Slimey, hier sieht man deine Burg, ja. Slimey, deine Burg. Alter, was ist denn Slimey? Was hat der Typ denn? Slimey, willst du irgendwie hier ein paar Monster töten? Sind hier Schweine für meine Quest? Hast du irgendwas gerochen, irgendwas erspäht? Alter, was für ein Schleim. Leute, keine Ahnung, ich folge den einfach mal. Ich weiß nicht, was der Typ irgendwie hat aus dieses Alter, oh mein Gott, da brennt. Oh mein Gott, Slimey, komm zurück, Slimey. Alter, warum hast du den Belief denn? Slimey, komm zurück, Slimey. Ja, es sind böse Pilzviecher, aber da brennt was. Alter, Slimey, komm zurück. Slimey, die sind sehr böse, diese Viecher. Die spawnen auch hier noch andere. Slimey, ich will mich nicht unbedingt mit diesen Pilzviechern anlegen, weil die haben keinen Knockback und die sind sehr, sehr brutal. Und ich glaube nicht, dass ich stark genug bin, um mich mit denen zu battlen. Slimey, pass auf, du kriegst ziemlich viel Schaden, Slimey. Slimey, pass wirklich auf. Nicht, dass du hier noch stirbst. Slimey, pass auf! Alter, Slimey stirbt hier noch. Ich will nicht... Oh mein Gott, Alter, lol, Slimey, du brennst. Alter, ich muss weg. Hier, Dings, Wasser. Ich denke, Alter, was ist das? Ich habe irgendein Achievement bekommen. Ich glaube, das sind hier so Wächter, diese komischen Pilzviecher. Warte, weg mit dir. Alter, der macht schon Schaden. Der macht schon ziemlich krank hart Schaden. Oh nein, ich sterbe. Ich bin tot. Ich muss weg. Alter. Oh nein, dieser kleine Ticker. Nein! Ach ja, Minecraft Dragon ist ein geiles Projekt, Leute. Ein richtig geiles Projekt. Das Projekt ist so geil, dass ich richtig schon vor Lachen sterbe, weil ich so viel, ich sterbe wirklich, ja? Ich meine, ich sterbe nicht nur vor Lachen, ich sterbe wirklich. Und nur wegen diesen komischen Viechern. Aber egal, Slimey scheint eh irgendwie komplett voll Rüstung ausgerüstet zu sein. Slimey hat irgendwie seine Slime-Rüstung, ja? Slimey hat einfach hier sein Dings. Oh, okay. Oh, und er hat meine Leiche bewacht. Wie süß. Okay. Dann habe ich hier mein ganzes Zeug mit. Zum Glück habe ich hier nicht so viel mit. Und zum Glück kann man sich dieses Buch hier mit den ganzen Quests neu craften. Also falls ich sterben sollte in Lava irgendwann mal, dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Aber, Alter, meine Spitze. Oh nein, nicht schon wieder. Oh mein Gott, diese Viecher sind so nervig. Ich gehe jetzt ganz kurz hier hinterm Baum. So, dann crafte ich mir hier eine neue Spitzhacke. Habe ich Eisen noch mit? Ich habe Eisen-Nuggets. Das sollte hier noch klappen. Und hat Slimey den gerade erledigt, diesen Pilztypen? Wirklich, diese Pilzleute, von denen habe ich schon ein bisschen Respekt. Also von allen Leuten, die hier irgendwie sind in Minecraft Dragon, der Pilztyp, also diese Pilzmenschen, sind schon, die haben schon was drauf. Und übrigens, also wir können hier, ja, hier ist jetzt Format Error, weil ich gestorben bin. Ich kann hier mal einzeichnen. Und übrigens, hier unten wohnt, glaube ich, Roman. Romans und Dr. Auges Haus. Okay. Ich markiere hier einfach mal, warte. Ich markiere hier mal. So, und dann sage ich hier, Chaosburg. Okay. Ich nehme hier auf jeden Fall einen Totenkopf. Oder was? Oder Leute, was soll ich nehmen? Leute, was? Findet ihr, wer am besten? Ich glaube, oh ja, so ein Turm. Und Leute, guck mal, Roman hat ein normales Häuschen und ich habe einen Turm einfach mal, weil ich die Chaosburg habe. Okay. Ansonsten hier. Habe ich jetzt alles an Equipment wieder? Ich denke schon und lol. Hey, woher habe ich eine enchantete Kettenrüstung mit Unbreaking? Hab mir die. Oh lol, ich glaube, die Pilzleute droppen das. Okay. Also, wenn das so ist, dann kill ich weiterhin gerne mal wieder die Pilzleute, weil die droppen echt interessante Sachen. So, erstmal alles wegwerfen, was wir hier nicht brauchen. Gibt es irgendeine Quest, die wir machen können? Aber hier vorne war irgendwas Brennendes. Slimey, was ist dort vorne? Slimey, was hast du? Und hier ist noch... LOL, Soulbound! Leute, ich habe Soulbound-Kettenschuhe und hier sind... Okay, Leute, wir müssen schnell sein. Nein, hier sind voll viele von den Pilzleuten. Okay, schnell. Was ist das dort hinten? Ich habe gerade irgendein Achievement bekommen mit einem Kopf oder so. Hier ist noch mehr. Wir müssen wirklich aufpassen, diese Pilzleute sind brutal. Ich glaube, die sind in diesem ganzen Biom. Hallo? Was ist das für ein Block hier? Was ist... Hey, Asche? Slimey, wo... Slimey, was ist das hier und warum führst du mich hierher? Hier brennt's. Slimey, oh, lol. Slimey, ich hab... Oh, lol, hier ist ein Super-Dings. Okay, oh, Slimey, pass auf. Ich lauf weg, Slimey, du machst den. Slimey ist gefühlt irgendwie unsterblich oder so. Leute, ich habe ein sehr ungutes Gefühl bei der Sache. Ich habe ein sehr... Alles damit alle niedergemacht. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl, als ob das hier irgendwie etwas sehr Böses wäre. Und hier ist noch einer von diesen kleinen Menschen. So, ich töte ihn ganz schnell mal hier. Leute, ich habe das... Warte mal. Hier sind Knochen drin.
Leute, ich habe das Gefühl, lol. Hat Slime mich hier eine Axt? Oh, Leute, Slime kriegt die Sachen gedroppt von den Pelzviechern. Okay, das ist geil. Was ist hier drin? Oh, okay, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Leute, ist das hier Gold? Das ist Gold. Leute, oh mein Gott, Leute. Alles looten, alles looten, alles looten. Leute, ich habe das Gefühl, als ob hier mein Drache gewohnt hat oder so. Ich habe das Gefühl, als ob ich gerade... Leute, ich muss ganz schnell weg. Slimy, Slimy, geh in Deckung und schau, dass niemand kommt. Ich loot mal schon alles. Leute, ich habe das Gefühl, dass hier das so eine Art Drachen-Dings ist. Drachenlager. Oder irgendwie hier ein Drache wohnt, weil hier ist überall Gold und hier brennt alles. Und hier vorher so ein komisches Achievement bekommen. Leute, ich muss schnell sein. Ich habe gar keinen Bock, dass ein Drache mich umbringt. Weil wenn ein Drache mich umbringt, dann bin ich komplett tot. Leute, ich nehme alles hier mit. Und lauf einfach. Und ich höre schon, Slimy kämpft gerade wieder gegen diese ganzen Pilzsoldaten. Okay, alles mitnehmen. Alles looten, alles looten. Slimeblock. Ja, sorry, Slimy, aber ich brauche den Slimeblock nicht. Oh nein, hier sind mehr Pilzleute. Hier sind mehr Pilzleute. Okay. Ich habe das sehr schlechte Gefühl, dass hier ein sehr hartes Kriegsgebiet ist. Okay. Ich habe so viel wie möglich mitgenommen. Hier sind noch mehr Pilzleute. Haben wir alle Truhen gelootet? Gibt es noch irgendwas? Was ist das für komische Erde hier? Warte mal. Ich nehme mich ein einzige Erde mit. Shared Grass. Okay. Keine Ahnung, ich nehme Jared Grass mal mit. Hier ist hier noch was. Hier ist noch Eisen. Alter, Leute, das ist auf jeden Fall... Oh, hier ist ein Schild oder irgendwas. Warte mal. Chainmash brauche ich eigentlich nicht mehr. So. Gold wird mitgenommen. Und Lars ein Kopf oder so. Einfach ein toter Kopf. Keine Ahnung. Vielleicht war Lars hier? Nee, oder? Lars war doch nicht hier. Okay. Leute, keine Ahnung. Ich war erstmal ab hier. Kann ich diese Dinge hier mitnehmen? Ja, kann ich. Ich glaube, da brauche ich aber einen freien Inventarplatz. So, und weg mit dem, weg mit dem. Okay, Emerald mitnehmen. Und nicht weg, Slimy. Nicht weg. Oh, Leute, Slimy hat hier noch einen Drop. Aber ich kann nicht aufsammeln, weil ich mein Inventar voll ist. Nein. Okay, warte, kann ich dieses Viech hier töten? Ja, kann ich. Okay. Jetzt ganz schnell hier Holz. Weg hier. Ich brauche nur dieses komische Dings hier. Egal. Ich lauf weg. Slimy, Rückzug. Rückzug. Leute, ich weiß nicht, was das hier war. Ich denke aber sehr hart, dass es irgendeine Art Drachenlager war. So eine Art, Leute, wie nennt man das? So ein Stützpunkt des Drachen? Irgend sowas? Wo ein Drache halt so lebt? Ich weiß es nicht, aber Leute, das ist zu viel für mich. Ich habe jetzt hier einiges gelootet, ich gucke mir gleich alles an. Aber, ho, das war ein fetter Loot. Ich denke aber, dass dort ein Drache gewohnt hat und dass der gerade nicht zu Hause war. Und runter ins Wasser! Okay, Leute, ich weiß nicht, was Slimy für eine gute Nase hat, aber, ho, ho, Alter, diese vier greife ich auch nicht an, weil die sind alle böse. All diese komischen Mädchen hier und diese ganzen Leute, die hier wohnen, die sind alle sehr böse. Okay, aber Alter, was haben wir gerade salutet? Eisenhalm mit Unbreaking, nehme ich auf jeden Fall mal auf. Was habe ich noch? Ich habe so viel Zeug, ich lagere das gleich nach alles ein. Oder ich lagere das jetzt hier einfach mal direkt alles. Warte mal, habe ich hier eine Truhe? Ich denke, ich kann mir hier eh eine neue Eisentruhe machen, weil ich so viel Zeug habe. Leute, heute ist höchstwahrscheinlich eine XXL-Folge, deswegen sage ich schon mal, Leute, huah. Das war auf jeden Fall richtig, richtig Hammer, was wir da gemacht haben. Fire Shard. Burntime 20.000 und schmilzt 100 Items. Das ist geil. Ein Schild haben wir bekommen. Alter. Oh, und Slimy hat hier noch ein bisschen was gedroppt bekommen. Protection 2 ist ziemlich cool. Und wir haben ein Schild. Also Leute, wenn sich jemand mit mir battlen will. Und was ist das hier? Eine goldene Chisel. Alter. Okay, Leute. Und was macht ein Manuskript? Da kann ich mir ein Bestiary craften. Okay, keine Ahnung, was ein Bestiary ist. Gucken wir uns vielleicht in der nächsten Folge mal an. Aber wir haben jetzt so viel gelootet. Eine Lumber-Axe. Hier eine Goldbox. Right-click to use. Oh, da war ein Gold drin. Wer hätte das gedacht? Okay. Ansonsten ein mega krank goldenes Schwert mit Bane of Arthropods. Efficiency-Eisenaxt. Leute, ich würde mal sagen, das war ein erfolgreicher Tag heute. Wenn ihr es auch fandet, dass es ein erfolgreicher Tag war und wenn ihr demnächst mehr Erkundungstouren haben wollt, dann lasst mir mal einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, Leute.